Auf den heutigen Fußballschuh freue ich mich besonders. Ich glaube, viel krasser geht definitiv nicht. Allein die Box, die wir hier am Start haben, ist so heftig. Gibt heute einen richtig spannenden Fußballschuh. Ich spanne euch aber nicht länger auf die Folter. Ich zeige euch direkt mal die Boxen und um welchen Fußballschuh es geht. Okay, wenn man diese Box hier sieht, sollte es klar sein, Alter, wie krass das aussieht. Hier schon mal das Motto, 25 Jahre. Und hier sieht man Nike Mercurial. Wir haben für euch einen richtig krass limitierten Fußballschuh am Start. Und allein die Box sieht schon so krank aus. Und ihr habt es gehört, 25 Jahre Nike Mercurial, einer der legendärsten Fußballschuhe, der ja auch in der Bootwall hier eine entscheidende Rolle spielt. Das ist tatsächlich der wahrscheinlich häufigste Fußballschuh in der Bootwall, ein paar zu zeigen. Wir haben hier zum Beispiel den von Kylian Mbappé, wir haben hier den allerersten CR7 Signature Fußballschuh, den von der EM von CR7, wir haben hier seinen Ballon d'Or Fußballschuh, auch Nike Mercurial, hier mein All-Time-Favorite Fußballschuh, auch ein Nike Mercurial, dann Jadon Sancho haben wir mit am Start. Einen der krassesten Nike Superfly Fußballschuhe. Hier oben haben wir noch den South Korea Fußballschuh. Dann hier den Dreamspeed. Dann auch hier den Dragonfly. Dann den erste Ersum-Sohle. Das heißt, was die Geschichte des Fußballschuhs angeht, wahrscheinlich einer der wichtigsten Fußballschuhe neben Adidas Predator. Und da hat Nike bei diesem Jubiläum einen ultra heftigen Fußballschuh rausgebracht, den wir uns natürlich hier auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 anschauen. So Leute, ich habe euch glaube ich lang genug auf die Folter gespannt. Ihr kennt den Fußballschuh ja eigentlich schon von Instagram. Deswegen machen wir diese sehr coole Box auf. Gibt natürlich nachher noch ein Unboxing, wo wir die Box nochmal im Detail zeigen. Aber das Ganze geht dann so auf. Und hier drin befindet sich dann der streng limitierte Nike Mercurial 25 Jahre Jubiläumsfußballschuh. Und der sieht wirklich extrem geil aus. Also es ist echt mal wieder seit langem ein Fußballschuh, auf den ich mich ultra gefreut habe. Extrem krasser Fußballschuh definitiv und von der Optik kam der auch bei euch sehr, sehr gut an, denn er war einfach innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft, haben wir natürlich für euch auch gepostet. Das heißt, diesen Fußballschuh bekommt man eigentlich nicht mehr. Liegt daran, dass er limitiert ist auf 2500 Stück. Habe ich hier auch am Schuh, beziehungsweise auf der Innenseite ist es hier. Ich habe die 1000 Nummer 1402 von 2500. Ist jetzt nicht für Sammler die beste Zahl, 001 wäre natürlich am besten gewesen oder 2500, aber trotzdem auf jeden Fall krass zu sehen, wie schnell der ausverkauft war. Es gibt ihn 2500 Mal als Vapor und 2500 Mal als Superfly, trotzdem waren beide extrem schnell ausverkauft. Es gibt aber auch noch einen regulären Fußballschuh, den werden wir für euch im nächsten Video zeigen, im Playtest, dann auch ein bisschen mehr in Action On-Feed. Und wenn ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, den findet ihr natürlich unten verlinkt. Seid schnell, bevor der auch ausverkauft ist. Ist auch ein 25 Jahre Jubiläumsfußballschuh. Und jetzt, wie gesagt, wollen wir aber erstmal heute über diese limitierte Edition sprechen. Habe extra im Urlaub morgens um 6 Uhr den Wecker für mich gestellt, weil ich war in Afrika, 3 Stunden Zeitverschiebung. Habe den Fußballschuh dann für euch bestellt, weil ich wollte den als Fußballschuhkanal Nummer 1 unbedingt zeigen. Ich hoffe natürlich, das Ganze gefällt euch. Könnt gerne Feedback dalassen. Für mich wirklich optisch ein ultra krasser Fußballschuh und den wollen wir natürlich heute im Video trotzdem zeigen, auch wenn ich ihn schon mal als Spoiler nicht spielen werde, weil der wird vom Wert auf jeden Fall krass steigen, da bin ich mir 100% sicher, weil er ist limitiert und ein richtig geiles Motto, ihr habt es ja schon gehört, 25 Jahre Nike Mercurial, absolutes krasses Jubiläum für einen der besten Fußballschuh überhaupt. Bevor wir jetzt gleich noch ins Detail gehen und auch ein bisschen mehr über den regulären Schuh quatschen, würde ich sagen, schauen wir uns den Schuh an und zwar klassisch im Unboxing. Dann schauen wir uns hier erstmal diese ultra krasse Box an. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder noch nie gesehen. Wir haben hier schon mal so einen kleinen Hinweis, wie der Schuh später aussieht. Und auch hier das ganze Motto eigentlich, 25 Jahre Nike Mercurial. Ich suche mal gerade, wo hier, da ist die Schuhbezeichnung. ZM Zoom Mercurial Superfly 9 Elite in der 25 Jahre Special Edition, also streng limitiert 2500 Stück. Und allein durch diese Box war natürlich der Hype schon extrem groß. Wir machen das Ganze mal auf, haben wir hier so einen kleinen Verschluss, kann man hier rausziehen und dann macht man das Ganze auf und sieht dann hier den Fußballschuh richtig geil platziert. Wir haben hier oben nochmal so ein cooles Hartplastik, kann man sagen, auch in Mercurial Edition und dann hier in diesem Schaumstoff verpackt, finde ich, sieht das schon ultra geil aus. Wir holen mal einen raus, ganz vorsichtig, weil der Schuh ist auf jeden Fall gefragt und der sieht ultra krass aus. Wir haben hier einen goldenen, gold-silbernen Nike-Swoosh, das sieht schon echt extrem stark aus. Dann hier nochmal das Mercurial-Logo untergebracht, überall im Schuh verteilt, auf dem Obermaterial. Das sieht schon wirklich ultra heftig aus. Innenseite haben wir hier nochmal das Motto, auch in Gold gehalten.
Und zwar 25, wegen 25 Jahre Nike Mercurial. Und hier wichtiges Detail: Ich habe die Nummer 1402 von 2500 Stück. Beim Superfly gab es 2500 Stück und beim Nike Vapor. Und ich muss sagen, der Superfly, vor allem mit dieser ultra krassen Chromsohle. Wir haben hier so ein mattes Detail, das wird natürlich sehr schnell auf Kunstrasen oder auf Rasen auch abblättern. Deswegen bleibt es natürlich ein Sammlerschuh. Aber das wertet das Ganze natürlich extrem auf. Also es gefällt mir mega, wie dieser Fußballschuh hier rüberkommt. Erinnert mich so ein bisschen an ein, zwei bekannte Nike-Fußballschuhe, aber extrem geil gemacht. Auch hier mit Mercurial-Logo an der Ferse haben wir so ein paar Schuhe aufgegriffen, deswegen unterschiedlich geschrieben. Wirkt leider so ein bisschen unsauber meiner Meinung nach, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Der Schuh macht wirklich eine extrem geile Figur. Vor allem, dass man ihn den schon so cool platzieren kann hier drin. Ich hole nämlich auch mal noch den zweiten raus. Und zwar hier auch mal so reingucken. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen auf der Kamera. Haben wir hier noch auf der Sohle auch das Mercurial-Logo reingebracht. Hier oben in Silber gehalten, reflektierend. Auch nochmal ein kleines Detail. Und vor allem der Nike-Swoosh vorne sieht halt so krass aus. Für mich eines der Exemplare, auf die ich mich mal wieder extrem gefreut habe, weil der Schuh einfach so krass rüberkommt. Wir haben hier auch nochmal so kleine Details. Das haben die auch noch gefragt in den Kommentaren. Was genau ist das? Wir haben hier zweimal einen Beutel für die Schuhe. Also auch hier ganz matt und samt, also sehr, sehr hochwertig. Einmal hier und dann auch nochmal ein zweites für den anderen Schuh. Also hier geht es wirklich um den Sammelcharakter. Sehr, sehr coole Aufmerksamkeit von Nike. Sieht einfach hochwertig aus. Und vor allem, wenn man diese beiden Fußballschuhe so platziert, sieht es einfach extrem krass aus. Also ich kann hier nicht groß was meckern oder anders machen. Bin gespannt, wie ihr das seht. Ihr könnt natürlich gerne 1 bis 10 in den Kommentaren dalassen. Vor allem, wenn man hier noch mal ein bisschen genau aufs Obermaterial guckt, sieht man auch, dass hier so reflektierende Details eingearbeitet sind. Finde ich auf jeden Fall, macht den Schuh noch mal deutlich hochwertiger. Und vor allem halt hier die Nummer, so ein kleines Detail, ist einfach für Sammler extrem cool. Wichtig ist, oder die hochwertigen sind natürlich die 001 oder 2500, die sind natürlich die wertvollsten, da hat man aber keinen Einfluss drauf. Ich habe jetzt wie gesagt hier 1402. Ist aber trotzdem auf jeden Fall extrem cool, dass ich überhaupt einen bekommen habe, dadurch, dass er so schnell ausverkauft war. Aber ich bin mal gespannt, Leute, 1 bis 10 zu diesem Fußballschuh unten in den Kommentaren dalassen. Also Leute, 1 bis 10 gerne in den Kommentaren dalassen. Für mich ist dieser Fußballschuh ganz klar eine 10 von 10. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier anders mache oder machen würde. Wir haben da richtig geile Chromsohle mit hier einem matten und einem Chrom-Look. Dann haben wir hier diese Mercurial-Grafik auf dem Obermaterial und dann auch noch hier so ein Nike-Swoosh drüber mit Silber und Gold. Also ich weiß nicht, was ich anders machen würde. Von mir eine 10 von 10. Ich bin gespannt auf eure Meinung. 25 Jahre Nike Mercurial. Das ist ein cooles Motto und auch umso cooler umgesetzt. Also Nike im Design, die gehen halt immer wieder, so muss man sagen. Die haben da echt was abgerissen. Bin gespannt auf euer Feedback und Fazit zu diesem Fußballschuh. Ihr habt es gehört, ich werde den nicht spielen, einfach weil er von der Performance regulär ist, also kein Unterschied zur normalen Version. Aber der Chrome-Look wird natürlich ultra schnell weggehen und das ist so das erste limitierte Modell, was ich fast nicht gespielt habe. In der Bootwall, Mbappé-Fußballschuh, Sancho-Fußballschuh, habe ich alle gespielt. Bei dem wollte ich mir aber auch mal wieder so einen kleinen Wunsch erfüllen und den Originalzustand lassen. Nichtsdestotrotz habe ich ihn natürlich für euch auch angezogen, um zu zeigen, wie der On-Feed aussieht. Und das schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Okay Leute, ich habe es mir nicht nehmen lassen, den Schuh natürlich mal kurz anzuziehen und ich muss sagen, on-feed, wie krank sieht dieser Fußballschuh aus. Ich werde natürlich nicht spielen, weil es einfach ein Sammlerschuh ist, seit langem, hat sehr viel Geld gekostet, deswegen will ich den auch mal wieder unversehrt lassen. Von der Performance ist er natürlich identisch, aber trotzdem für euch wenigstens mal on-feed und das sieht schon wirklich ultra stark aus. Also ich finde, von oben mit diesem Muster, diesem reflektierenden Nike-Swoosh, der sieht sowieso extrem edel aus, Gold und Silber, extrem glänzend und auch diese reflektierenden Details hier auf der Innenseite sehen einfach ultra stark aus. Highlight natürlich auch diese Chromsohle, die sieht on-feed sehr, sehr geil aus und hier haben wir es ja wie gesagt, die limitierte Edition 1402 von 2500, 001 wäre natürlich cooler gewesen, aber hat natürlich keinen Einfluss. Und dieses Muster sieht on-feed ultra stark aus. Ich muss auch sagen, vom Komfort ist immer noch so ein kleines Vorurteil, dass der Schuh, der Nike Mercurial, sehr unbequem ist, nur für schmale Füße. Bei der 15er Generation ist es aber definitiv nicht mehr der Fall. Das heißt, wir haben hier ein sehr weiches Obermaterial, das hier nur am Fußballen und an der Ferse verstärkt ist. Ansonsten ist es sehr flexibel und weich. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall einen sehr guten Komfort erwarten. Und das macht hier wirklich eine sehr gute Figur. Einzige Problemstelle, habt ihr ja schon gehört, ist hier der Übergang der Socke. Da gibt es oft einen Knick. Das kann auch sein, dass man da eine Blase bekommt. Deswegen spiele ich eigentlich eher den Nike Vapor. Aber ansonsten komforttechnisch extrem solide, true to size kann man sagen. Und ich muss sagen, hier eines der krassesten Colorways seit Jahren.
und den on-feed anzuschauen, finde ich schon extrem cool. Wird natürlich sparsam mit dem Schuh umgehen, einfach weil er so krass ist. Wird natürlich auch hoffentlich in der Bootwall einen Platz finden. Könnt ihr natürlich später entscheiden, aber on-feed macht er wirklich eine extrem geile Figur. Also für mich einer der Drops 2023, ganz klar. Denn optisch, wie gesagt, ein absolutes Brett zu einem meiner Lieblingsfußballschuhe. Hätte mir eigentlich den Vapor holen wollen. Der Superfly kam bei euch aber ein bisschen besser an. Deswegen habe ich mich dann schlussendlich für diesen Fußballschuh entschieden. Bin gespannt auf euer Feedback und Fazit. Ich bin echt ultra happy über diesen Fußballschuh. Schade, dass die reguläre Version keine Chromelemente hat. Die werden wir uns aber, wie gesagt, natürlich auch noch anschauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Also heute eigentlich fast schon eine rhetorische Frage, ob dieser Schuh einen Platz in der Bootwall verdient hat. Meine klare Antwort, ein definitives Ja. Ich finde den so heftig, vor allem von der Seite. Cool, wenn der sich noch ein bisschen mehr abhebt, aber wenn der keinen Platz verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Ich bin also gespannt, was eure Meinung zum Fußballschuh ist, ob er einen Platz in der Bootwall verdient hat und natürlich auch eure Meinung 1 bis 10. Lasst gerne Feedback da. Wir werden auch noch den regulären Fußballschuh hier natürlich auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 zeigen. Das heißt also, lohnt sich Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Unser Ziel die 100.000 Abonnenten, deswegen macht ordentlich Welle, würde mich mega freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt. Nächste Woche wird auf jeden Fall sehr, sehr krass, limitierte Puma Fußballschuhe am Start, Fußballschuh News mit einer richtig geilen Folge, Gewinnspielauflösung und vielleicht eine neue Folge Schuhdesigns, also es wird richtig geil. Schaut also gerne vorbei, wir sehen uns morgen im nächsten Video zum regulären Nike Superfly. Bis dahin Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.